und nicht so viel Nachrichten schauen, nicht so viele Nachrichten schauen, die bezahlt werden. Aber thematisch und so ein bisschen auch, was zurzeit in der Welt abgeht, das aktuellste und beste, der beste Track in dem Album, die Schulbildung ist ein bisschen, geht leider so ein bisschen in die falsche Richtung. Und ich glaube, die Leute, die wirklich viel Potenzial haben, die werden durch die Schule nur abgestumpft und in eine falsche Richtung gelenkt. Es hört, glaube ich, irgendwie nicht auf. Also Kollege macht mich richtig fertig. Aber ich feiere es natürlich, weil das Album bis jetzt ziemlich nice ist und dass so die Idee, dass wirklich jeder Track ein Video bekommen soll, ist natürlich krass. Zumindest habe ich das in den Kommentaren gelesen. Ich weiß natürlich nicht, ob derjenige recht hat. Mal schauen. Der nächste Track heißt Mind Over Matter, das heißt Geist über Materie. Also der Geist ist quasi wichtiger als die Materie und das finde ich sehr, sehr interessant. Es passt natürlich auch zu Kollege als gläubigen Menschen. Aber auch so zum ganzen Album so ein bisschen, weil das hat ja alles so einen deepen, mystischen Vibe irgendwie. Da können wir also vorstellen, dass auch dieser Track sich da perfekt einreihen wird. Und jo, wir schauen es gemeinsam an und cool, dass ihr mit am Start seid. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit der Reaction. Ich kann keinen Doppelklick mehr machen, was ist denn das los? Was ist denn jetzt hier los? Ich muss jetzt wirklich auf Vollbild klicken, dass das hier losgeht. What the fuck? Ich habe zurzeit auch sehr, sehr interessante Bugs an meinem PC. Wirklich sehr interesting. Okay, let's go. Mind over matter. Weirder Style. Ist das Anime? Ja. Ey, ich komme in dein Dorf. Das ist echt cool. Das hat so ein. Ah, das hat echt so ein Anime-Stil. Okay, mal was Neues. Finde ich gut. Ich komm in dein Dorfidyll, der Boss in Maybach am Start. Und Trompeter blasen fleißig in die Kaiserfanfaren. Da meint der Schwabe, Heiligsblechle wie bei Weihwasserschalen. Der Boss in dreidimensional, wie im IMAX-Kinosaal. Wie lange ich hier verweilen darf, hängt von da oben ab wie Eiszapfen. Doch wenn's soweit ist, seid bereit und schreinert mir einen Scheiß stabilen 2 Quadratmeter breiten Eichenholzsarg. Denn ich geh rein in die Masse wie ein Polizeiwasserstrahl. Es ist natürlich hier wieder gemixt mit extrem krass gut aufwendigen technischen Lines. Mit aber, wie gesagt, dieser Tiefgründigkeit, die ich vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt habe. Ich glaube, jetzt der dritte oder vierte Track, in dem er so ein bisschen anreißt, okay, so wie, ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch auf dieser Welt bin und so weiter. Das klingt immer so negativ, finde ich, aber manchmal muss es auch einfach mal ein bisschen ernsthafter sein, ein Album. Gerade so nach seiner Vergangenheit, die ja doch also aufs Zerbersten aus war. Deswegen finde ich das Album, wie gesagt, sehr, sehr geil. Vielleicht ist meine Zeit bald schon nah, doch eins ist klar, ich bleib stabil, solange ich Gottes Luft hier einatmen darf. Ja, vielleicht sitze ich eines Tages da mit 101 Jahren mit eisenhartem Biceps und einem Weihnachtsmannbart. Würde ich auf jeden Fall feiern, ja. Wäre auf jeden Fall nice und ich würde es ihm definitiv gönnen, alt zu werden. Einfach nur als jemand, der sehr viel erreicht und sehr viel gesehen hat. Aber jetzt schon, das hat die ganze Zeit so diese ernste Schiene, die so ein bisschen mitläuft, finde ich sehr, sehr cool. Freier Geist bedeutet einfach mal was wagen. Jeder weiß scheinbar, was falsch läuft, aber keiner macht den Start. Yes, 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 yes. Gerade so in Corona-Zeiten und so. Wir brauchen mehr von den Heroes. Wir brauchen mehr die irgendwie Mund aufmachen. Ob das jetzt immer richtig oder falsch ist, vielleicht erstmal egal. Aber einfach Leute, die so ein bisschen was tun, ja. Die so ein bisschen. Mir fehlt irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich will jetzt hier keine riesen Revolution haben, aber habe ich vorhin auch im letzten Track schon gesagt, wir brauchen mehr Künstler wie Kollege, weil die als Mensch einfach so individuell sind und einfach mal auch mal ihre eigene Meinung mitbringen. Ich baue eine heile Welt, doch wieder scheitert dieser Plan, doch ein Eichenstamm entstand mal durch ein Einpflanzen von Saat. Okay, sehr interessant, aber das hat er auch schon gezeigt, dass er so ein bisschen den Hang zur Positivität hat, auch mit den ganzen Aktionen, die er so gemacht hat, Bäume pflanzen und so weiter. Im Interview sagte ich, eins der Produktion ist Riesenschwachsinn, dass ein Fisch an Lande stirbt und dich transmutiert zum Affen. Viele fanden dies zum Lachen, doch... Ich habe mir vorhin gerade eben erst, glaube ich, das Interview angeguckt, wo er das mit den Fischen erzählt hat. Mit den, ja, dass Fische sich ja nicht einfach mutieren können und dass er nicht glaubt, dass wir von Menschen abstammen und so. Ich weiß nicht, ob er das damit gemeint hat, aber das wäre sehr lustig gewesen, weil ich mir das Interview vorhin erst angeguckt habe. Das ist schon eine Weile, das ist schon ein bisschen alt. Nur so lang, bis ich sie waterboarde und dabei sag, lasst euch doch paar Kiemen wachsen. Als Schüler merkte ich, dass vieles nicht ganz weiß. Was will man noch erwarten von der Bildung, die vom Staat ist? Government. Ja, die Bildung, die Schulbildung ist ein bisschen, geht leider so ein bisschen in die falsche Richtung. Und ich glaube, die Leute, die wirklich viel Potenzial haben, die
werden durch die Schule nur abgestumpft und in eine falsche Richtung gelenkt. Vom Staates. Government bedeutet, kontrolliere das Mentale und mit 18 sind die meisten schon perfekt dressierte Sklaven, aber... Krass. So viel... So viel Ehrlichkeit. Mind over matter, mind over matter. Blocke die Magie, mind over matter. Mind over matter, mind over matter. Befrei den Geist, mind, mind over matter. Mind over matter, mind over matter. Blocke die Magie, mind over matter. Mind over matter, mind over matter. Leg die Fessel ab, mind over matter. Ich finde, es passt auch so ein bisschen stellenweise teilweise sogar zum Anime, was ich sehr, sehr cool finde. Und die Hook, ja, die war auch sehr interessant jetzt. Das hat alles so einen vergeistlichten Vibe irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das so beschreiben kann, aber ich finde, also glaube ich, von den Videos, die ich gesehen habe, wie gesagt, die Tracks ohne Video habe ich noch nicht mir gegönnt, aber von den Tracks, die ich schon gesehen habe, so ist das, glaube ich, mit das Ernsthafteste. So. Also das Interessanteste zumindest. MTV läuft Propaganda und verwirrt den Geist der Leute, die verlernt haben, was Moral und was Prinzipien bedeuten, was Familie bedeutet. Individuen sind immer easy, kontrollierbar, viel Familie als stabile Säule parallel. Ich weiß gar nicht, wann ich stoppen soll, sorry. Stabile Säule parallel, sieht man bei Sören vom Industriemetallgebäude durch Fabriktorgatterzäune, eine Shiva-Statue leuchten, da tut sich ein Muster auf, so wie bei Python-Schlangen. Heute Nebel ist plant und seine ihm verfallenen Psychopathen-Freunde wollen Ordnung aus dem Chaos schaffen. Digitale Träume, Satellitenstaatswerk, Spionage, bald schon ist das Einzige, was noch im Grünbereich ist, eine Biowaffenwolke. Der Kaninchenbau unendlich wie die Fibonacci-Folge. Also alle Vergleiche habe ich leider nicht verstanden, aber einige Sachen waren dabei, die ich verstanden habe und die ich definitiv so unterschreiben kann. Babylon, dieselbe Magie-Taktik bis heute. Die Elite plant den Reset, nachdem sie die Menschen ziemlich lang mit Fiat-Money täuschte. Jetzt kommt die... Ja, Thema digital-finanzieller Komplex, so wie es Ernst Wolf ausgedrückt hat. Das ist ein bisschen die Digitalisierung, alles versklaven soll und so weiter, zukunftsmäßig. Aber da weiß ich ja, dass sich Kollege auch damit auseinandersetzt. Jetzt kommt Digital ID, sie macht mit riesigen Tentakeln wie eine Tiefseekrake Beute, was es war, was Verschwörungstheorie. Praktizieren Logen echt dämonische Beschwörungszeremonien. Während Mainstream News schauen, einem Angstporno gleich schaffen. Alternative, ein Gefühl von Machtlosigkeit, alles Ablenkung und Show, alles Zirkus Maximus. Ich fokussiere mich lieber auf mein Wirkungsradius. Ja, genau. Auf das konzentrieren, was man selbst machen kann. Und nicht so viele Nachrichten schauen, nicht so viele Nachrichten schauen, die bezahlt werden. Oder die bezahlt sind sozusagen und die eine gewisse Meinung verbreiten sollen. Da müssen wir aufpassen. Ich habe was gelernt, so vom ich weiß nicht, ob ich es überhaupt von meinen Eltern gelernt habe oder was ich mir selber beigebracht habe, aber dass man sich immer mehrere Meinungen anhören soll und daraus so seine eigene Meinung createn soll. Und das ist schwierig natürlich mit Social Media heute. Die ganzen Nachrichten werden verbreitet und man kann überall her Nachrichten bekommen. Und da natürlich zu unterscheiden, als Laie vor allem, ja, was ist richtig, was ist falsch, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber man sollte sich zumindest mal mehr als eine Meinung anhören. Das machen ja schon viele nicht. Und das ist so ein bisschen das, was Kollege jetzt auch hiermit gemeint hat, ja. So, dass viele Leute auch beeinflussbar sind, die sich selbst einfach nicht ernst nehmen, weil sie einfach keine Meinung haben, so nach dem Motto. Fokussier mich lieber auf mein Wirkungsradius, Angst nehmt, damit machte schon die Kirche damals plus, mit der Indoktrination ist jetzt hierzu dann der Schluss, sag ich, mind over matter, mind over matter. Sehr, sehr krass, auch mit der Kirchenline hier, aber es ist, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, ja, also ich glaube, das sollte man nicht als Diss verstehen, sondern einfach als geschichtliche Aufwärmung, es ist ja nicht böse gemeint, aber es war ja letztendlich so, die haben damit profitiert. Und genauso profitieren halt heute andere Leute wiederum. Gerade auch jetzt in Corona-Zeiten. Corona hat das Ganze natürlich alles sehr, sehr positiv befeuert, weil es eine Menge Angst gemacht hat, ja. Und somit waren die Leute plötzlich beeinflussbar. Und wenn du dann Leute hattest, die sich sowieso nicht selbstständig weitergebildet haben, dann war das natürlich wie gefundenes Fressen für die Leute, die diese Angst verbreiten wollten. Und ja, aus dieser Angst jetzt wiederum einen neuen Schalter umlegen. Also wirklich sehr interessant, was Kollega hier abliefert. Deswegen, wie gesagt, finde ich ja auch das Album so geil, weil ich diese Zeilen rauslese. Ich verstehe, was Kollega damit meint. Und ich glaube, das war es auch schon. Mind over matter, blocke die Magie. Mind over matter, mind over matter, mind over matter.
So. Ich habe selbst in der letzten Sekunde Angst, dass ich irgendwas verpasse, aber ich glaube, das war's. Ja, das war ein sehr, sehr krasser Track, weil es war sehr, sehr individuell, sehr anders als sonst, vor allem auch mit dem coolen Anime-Video, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Hat einfach mal so einen frischen Wind reingebracht. Aber thematisch und so ein bisschen auch, was zurzeit in der Welt abgeht, das aktuellste und beste, der beste Track in dem Album, bis jetzt zumindest, ja. Wie gesagt, ich habe nur die Tracks mit Video bis jetzt gesehen, gehört und gesehen. Und daher kann ich das nur so bewerten. Aber bis jetzt wirklich der stärkste, deepste Track, der auch so ein bisschen dieses ganze Thema Verschwörungstheorie nochmal aufgreift. Wie gesagt, in jedem Track steckt so ein bisschen davon drin, ja, das haben wir ja schon gemerkt. Diese Tiefgründigkeit, diese Mystik auch so ein bisschen, dieses Mind auch, dieses Geistthema. Und hier, war es eigentlich volle Kanüle. Mir hat es ziemlich gut gefallen. Ihr könnt mal drunter schreiben, wie ihr das findet, wie ihr vielleicht auch die momentanen Ereignisse findet. Findet ihr, dass Kollega vielleicht auch irgendwie übertreibt mit seinen Ansichten, ja? Habt ihr da eine eigene Meinung zu diesem ganzen Ding, was die Regierung oder was die da oben vielleicht mit uns vorhaben? Ich finde zumindest, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Verschwörung hin oder her. Ich denke, es ist ein Thema, mit dem wir uns alle beschäftigen sollten. Oder zumindest mal die Augen und Ohren offen halten sollten. Vor allem die jüngere Generation, denn wir müssen noch eine Weile hier auf dieser Welt überleben. Schreibt mal gerne drunter, wie ihr dieses Video fandet, meine Reaction, aber vor allem auch Kollega seinen Track. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Abo, wenn ihr so Deep Talk feiert, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich meinen Content ausdrücken soll. Wenn ihr mich sympathisch findet oder was auch immer. Dann ja, schreibt einen Kommentar, lasst uns miteinander so ein bisschen diskutieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Jay. Ciao, ciao.